Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch mal wieder ein Tool hier zeigen, was kostenlos ist. NetCrunch Tools nennt sich das. Ich habe das jetzt schon heruntergeladen und installiert. Das kann man ja aus dem Internet, wie gesagt, kostenlos herunterladen. Die Installation dauert ein paar Sekunden. Wenn man startet, sieht es hier so aus. Beziehungsweise ist das eine Toolsammlung. Ja, da sind hier 12 Tools insgesamt. Wir sehen hier auf der linken Seite, da haben wir hier ein einfaches Menü, ja, sehr übersichtlich hier. Und die 12 Tools, die sind hier nach Kategorien unterteilt. Genau, da sind sehr einfache, aber sehr nützliche Tools, ja, die zum Netzwerküberwachung eingesetzt werden und die wir vielleicht normalerweise eher über die Kommandozeile nutzen. Ja, die sind jetzt hier alle gebündelt und haben eine grafische Oberfläche hier. Das ist natürlich etwas bequemer, ja, zu bedienen. Genau, zu den Tools hier haben wir einmal hier ganz einfach einen Ping hier. Wir können hier einfach unsere IP-Adresse oder Name eingeben halt. Und ein Ping hier darauf schmeißen und nachschauen, ja. Genau, alles wunderbar. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, ein paar Sachen zu einzustellen, ja, ein paar Optionen hier. Dann haben wir Traceroute. Das ist vielleicht ganz cool. Hier können wir auch nochmal hier ein paar Sachen einstellen. Ja, Resolve, Name und so weiter. Ich lasse das jetzt mal beim Standard-Einstellungen hier. Und zwar hier, was cool ist, hier sehen wir ja die Hops zum Beispiel. Und hier haben wir auch das Land auch direkt zum Beispiel. Germany, 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 United States. Ja, da kann man ganz genau verfolgen hier, wo das hinführt. Ja, wo der Server dann steht letztendlich. Ich stoppe das jetzt mal. Dann haben wir hier Wake on LAN. Ja, da können wir einfach einen Rechner in unserem Netzwerk über die MAC-Adresse hier halt einschalten, ja. DNS-Info, hier können wir Info über die Domain hier alles, IPv6, Textrekord und so weiter, die Einstellungen halt hier. Dann haben wir hier Who is, das können wir einfach ja nachschauen, wer der Besitzer sozusagen der Domäne ist gerade. Dann haben wir hier genau zu dem Subnet Tools, hier haben wir DNS Audit hier, ja, das ist ganz gut vielleicht, da können wir nach DNS Fehler in unserem Netzwerk suchen. Dann haben wir MAC Resolver, ja, dann damit können wir einfach mit der IP-Adresse hier eingeben oder eine IP-Range halt, eine ganze Range. Und dann werden die MAC-Adressen aufgelöst von den jeweiligen Rechner. Dann haben wir einen Subnet-Calculator, das ist super cool hier, wenn wir unsere Netzwerkung wir weitern wollen, beziehungsweise ein Netzwerk planen. Einen neuen Subnet hier, dann können wir hier genau nachschauen, dass wir alles richtig machen, ja, und wie die IP-Adressen hier zu vergeben sind. Dann haben wir noch Scanners, ein paar hier, 1, 2, 3, 4 Scanners hier, und zwar einmal ein Ping-Scanner. Da können wir genau ab und zu, ja, das wird regelmäßig hier, ich mach mal ein Beispiel vielleicht, wir können hier wieder eine IP eingeben, eine einzelne oder eine IP-Range wieder, also ganz Netzwerk. Und das wird regelmäßig gescannt, ja, beziehungsweise angepingt, um einfach zu wissen, welche Rechner gerade an sind, ja, damit wir da einen Überblick haben. Hier sind auch noch mal ein paar Optionen, ja, wie Refresh alle 3 Sekunden, ich lasse das jetzt mal so. Okay, das ist jetzt hier mein Router hier, das ist jetzt alles wunderbar. Ich wollte jetzt nur kurz durchgehen hier einfach, ja, keine große Sache hier draus machen. Hier haben wir einen Service Scanner, Network Service Scanner. Hier können wir sehen, welche Services laufen.
auf die jeweiligen Rechner in unserem Netzwerk. Genau, hier können, genau, wenn wir jetzt einfach starten hier, sehen wir das zum Beispiel auf dem Rechner hier, beziehungsweise das ist jetzt ein Router hier, da sind jetzt hier vier Services hat er gefunden, Ping, DNS, HTTP, FTP. Wenn wir nach bestimmten Services suchen, dann haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, ja, wir können entweder alle auswählen oder einzelne, SMTP meinetwegen und so weiter. Ich lasse das jetzt bei Default, ja, also da kann man auch gezielt irgendwie nach, ja, nach Services halt suchen, was da läuft. Hier haben wir Portscanner, ja, OpenTCP Portscanner. Hier können wir nachschauen, welche Ports offen sind. Ja, hier können wir auch noch mal ganze Netzwerk hier scannen nach offenen Ports. Hier sieht man ja, beziehungsweise genau, da sind jetzt hier die, also die bekannten Ports hier. Wir können jetzt hier noch mal einstellen, ja, Ports, die von Trojaner so genutzt werden oder Extended oder Port in Range, wo halt einzelne Ports hier nachschauen. Ja, dann haben wir hier noch zu guter Letzt einen SNMP-Scanner. Ja, das ist eher für Netzwerke, die, weiß ich nicht, zentral vielleicht gesteuert werden oder ja. Beziehungsweise können wir ja nachschauen hier, ob, weiß ich nicht, in unserem Netzwerk hier irgendwie so ein Service läuft, ja. Das ist jetzt ein, ja, für zentral gesteuerte Netzwerke sozusagen. Und ja, das war's auch schon alles hier. Ich wollte euch schon mal ganz kurz das Tool hier zeigen, weil ich das ganz nützlich finde und hilfreich eigentlich. Und ja, wollte ich euch nochmal hier zeigen. Vielleicht ist für den einen oder anderen hilfreich. Genau. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Wenn es euch gefallen hat, über ein Like freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.